Und wir hören nicht auf, wir machen weiter. Es geht weiter mit einem Mann, der aus Nürnberg zu euch angereist ist. Meiner Heimatstadt aus Franken. Jawohl, Bratwurst und Leberbrot, Leberwurstbrot, super. Möchte er noch einen Lebkuchen haben? Passt schon. Ich glaube, ihr habt mich verstanden. Er hat an der Uni Erlangen studiert. Er ist jetzt Doktorand an der Professur für Gesundheitsökonomie. Da fallen selbst mir die Sprechwerkzeuge auseinander. Er kennt sich wahnsinnig gut mit Neugeborenen aus, obwohl er noch kein Vater ist. Warum das so ist und vor allem, warum er an der Allgäu-Orient-Rallye 2015 teilnimmt, die bis nach Jordanien geht, das wird er euch jetzt gleich erzählen. Hier kommt für euch Simon Reif! Ha, das funktioniert. Ausgezeichnet. Ich forsche in Gesundheitsökonomie, insbesondere darüber, warum Neugeborene so leicht sind. Ihr werdet euch jetzt fragen, das ist ja überhaupt keine Forschungsfrage, die haben halt noch nicht so viel Schnitzel gegessen. Und überhaupt, warum zu leicht, wenn man von irgendwie Neugeborenen Geburtsgewicht in so Trash-Medien liest, und es ist ja meistens eher sowas. Dieses hübsche Mädchen hört auf den zweideutigen Namen Shihat und ist 2011 als ihrer Zeit schwerstes auf natürlichem Weg geborenes Mädchen bekannt geworden. Wenn ihr hier auf die Waage schaut, 5,9 Kilo, da möchte man nicht die Frau sein. Aber es ist nur ein Extremfall, also die Verteilung von Geburtsgewicht in Deutschland schaut so aus. Das hier ist das Gewicht in Gramm und hier sieht man halt, wie oft es die jeweilige Grammzahl gab. Es ist aus einer 10%-Stichprobe von 2008 bis 2012 und man sieht halt, im Schnitt wiegt so ein Neugeborenes halt 3,5 Kilo. Ist immer noch relativ viel, also stellt euch mal vor, ihr trinkt 7 halbe Bier und geht dann erst schiffen. Also gut, was man noch sieht, ist, dass diese Verteilung verläuft nicht glatt, sondern die hat überall solche Sprünge. Und das ist immer bei 100 und bei 50 Gramm Schritten, was darauf hindeutet, dass die im Krankenhaus wohl ein bisschen runden, wenn sie das Geburtsgewicht messen und nicht so genau aufschreiben. Ich bin selber ein Opfer von dem Ganzen. Ich habe angeblich genau 3300 Gramm gewogen. Ich habe das auch schon damals nicht geglaubt. So, das war jetzt so durchschnittliche Neugeborene, so wie ich. Spannend wird es, wenn man sich die Verteilung von den niedrigen Geburtsgewichten anschaut. Also es ist die gleiche Verteilung, nur eben nur bis 2700 Gramm. Und was man hier sieht, sind auch solche Sprünge. Aber überall da, wo ich diese rote Linie angezeichnet habe, und die lassen sich nicht durch Runden erklären, sind nämlich sehr unrunde Geburtsgewichte, die besonders häufig auftreten. Und um zu verstehen, wie das passieren kann, muss man wissen, wie die Abrechnung in deutschen Krankenhäusern funktioniert. Und zwar ist es so, es gibt das sogenannte Fallpauschalensystem, also seit 2003, ist ja ab und zu auch in den Nachrichten. Und da haben sich clevere Leute zusammengesetzt, haben überlegt, was für Krankheiten werden denn in deutschen Krankenhäusern so behandelt, was für Patienten gibt es, haben sich 600 Gruppen überlegt und dann immer, wenn jemand in ein deutsches Krankenhaus kommt, wird geschaut, in was für eine Gruppe fällt der, und in ganz Deutschland bekommen die Krankenhäuser für die Behandlung einer solchen Gruppe gleich viel Geld. Bei Neugeborenen ist es relativ einfach. Das definiert sich anhand der zwei Sachen, die schlecht sind bei Neugeborenen. Das ist einmal, wenn es ein zu niedriges Geburtsgewicht hat und einmal, wenn es viele Komplikationen gibt. Wenn es jetzt mal nur als Beispiel 4 Fallpauschalen für Neugeborene gäbe, dann wäre das halt so. Einmal ein normalgewichtiges Neugeborene, ups, ohne Komplikationen. Dann ein normalgewichtiges Neugeborene mit Komplikationen und dann eben untergewichtige Neugeborene ohne Komplikationen und mit Komplikationen. So, dann, wenn diese Gruppen definiert sind, setzen sich Krankenhäuser und Krankenkassen zusammen und handeln halt aus. Gut, für die Behandlung von so einem normalgewichtigen Neugeborenen gibt es halt so einen kleinen Batzen Geld, für die mittleren Fälle gibt es größeren Batzen Geld und für den schweren Fall gibt es halt einen sehr großen Batzen Geld. So ist es tatsächlich in echt, nur ist halt ein bisschen komplizierter. Also wir haben 9 verschiedene Gewichtsgruppen und 6 verschiedene Komplikationscluster, aber da liegen auch überall die Babys. Also wir haben hier ganz unten ein normalgewichtiges über 2500 Gramm Neugeborene ohne Komplikationen und ganz oben so ein kleines Würmchen unter 600 Gramm mit ganz, ganz vielen Komplikationen. Und da ist halt überall so eine Geldsumme vereinbart und es ist richtig teuer, Neugeborene zu behandeln. Wenn man da ein bisschen ranzoomt, sieht man auch was Interessantes, und zwar, das sind jetzt 2 Fallpauschalen. Klar, das hier ist leichter und da wird es immer schwerer. Genau an der Grenze, das sind eigentlich identische Neugeborene. Das eine hier wiegt 999 Gramm und das wiegt 1000 Gramm. Das Krankenhaus bekommt für die Behandlung von einem 1000 Gramm Baby 20.000 Euro und für die Behandlung von einem 999 Gramm Baby 40.000 Euro. Und diese Sprünge gibt es überall hier. Also immer, wenn man in diese Gewichtsschwelle unterschreitet, dann gibt es halt wesentlich mehr Geld. Und wenn man das weiß, muss man sagen, deutsche Krankenhäuser haben ziemlich Glück, dass sich die Neugeborenen für diese Gewichtsverteilung entscheiden.
Also ist natürlich vielleicht auch eher so, da kommt so ein Neugeborenes auf die Welt, ja, das wiegt so viel wie eine schlecht eingeschenkte Maß Bier. 1300 Gramm der Maßkrug und 705 Gramm Bier sind da jetzt noch drin. Und dann stellt man es auf die Waage, stellt fest, 2005 Gramm, das ist natürlich doof. Und dann wartet man kurz. Und misst nochmal nach und freut sich, dass es knapp unterhalb der Grenze ist. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was man wirklich im Krankenhaus machen kann. Also Baby auf die Waage, knapp drüber und dann wartet man kurz. Und dann erledigt sich das Ganze von selbst. Muss man natürlich nicht machen. Also das Gewicht von Neugeborenen schwankt so krass in den ersten Tagen, dass man halt einfach ein anderes Geburtsgewicht reinschreiben kann, wenn man beschummeln will, anstatt dass man das Risiko eingeht, dass an die Waage vollgepinkelt wird. So, jetzt wissen wir also, es wird da wohl beschummelt beim Geburtsgewicht. Jetzt habe ich mich gefragt, beschummeln die denn rational im Krankenhaus? Also beschummeln sie genau dann viel, wenn es auch viel mehr Geld gibt? Und um das rauszufinden, habe ich mir diese Fallpauschalen-System, wie das da aufgebaut ist, zunutze gemacht. Und zwar weiß ich, wenn ich ein Neugeborenes genau hier habe und ich manipuliere am Gewicht, dann kann ich nur in der Fallpauschale landen. Was nicht sein kann, dass ich irgendwie in ein anderes Cluster komme. Und das geht überall hier so, also ich kann mich nur innerhalb eines Clusters entlang bescheißen. Deswegen schaue ich mir jetzt an, die Geburtsgewichtsverteilung nur von diesen Neugeborenen hier in dem ersten Cluster, die schaut dann zum Beispiel so aus, dann sage ich, ey Computer, da sind so seltsame Sprünge, was glaubst du, wie schaut die Verteilung aus, wenn es keine Sprünge gibt? Sagt der Computer, so. So, dann sage ich, okay, zoome ran bei 2500 Gramm, wie schaut es da genau aus? Das sieht dann ungefähr so aus. Dann nimmt man sich ein Intervall, zum Beispiel 50 Gramm. Dann schaue ich von 2450 bis 2499, wie viele Neugeborene sind da drin? Sind in dem Fall jetzt 10. Und dann sage ich, Computer, wie viele können denn da nicht hin? Die 3. Also weiß ich, bei Cluster 1, bei 2500 Gramm, wird wohl in 30% der Fälle beschummelt. Und jetzt schaue ich mir den Fallpauschalenkatalog an. Wenn ich jetzt denn genau da beschummel, wie viel mehr Geld bekomme ich? Zum Beispiel 4 mehr Geld oder so. Irgendeine Einheit. Jetzt mache ich mir ein Diagramm, das hat eine Mehr-Geld-Achse und einen Anteil an Beschummeln-Achse. Mache meinen ersten Punkt bei 30% und 4 mehr Geld und mach weiter. Gehe also zu 2000 Gramm, schau wieder, wie viel sind da, wie viel können ich hin, zum Beispiel 43%, wie viel Geld gibt es da mehr, 5 mehr Geld, mach meinen nächsten Punkt. Das mache ich jetzt bei allen Gewichtsgrenzen und für alle Cluster, die ich habe. Und dann zoome ich rein und stelle fest, da sieht man nichts. Also, da sieht man halt nichts, da ist kein Zusammenhang. Du kannst dann noch lustige statistische Tests machen, aber nee, also, gibt keinen Zusammenhang. Ist aber trotzdem interessant, weil es wird auf jeden Fall beschummelt, nur anscheinend irgendwie nicht rational, was die da im Krankenhaus zusammen bescheißen. Ist aber trotzdem nicht unwesentlich. Also das Ganze passiert so 2000 Mal in deutschen Krankenhäusern im Jahr. Das sind 10 bis 20 Millionen Euro, die mehr oder weniger ungerechtfertigt von den Krankenkassen an die Krankenhäuser gehen. Wir zahlen alle Krankenkassenbeiträge, ist auch ein bisschen unser Geld. Also das deutet schon mal darauf hin, dass da an dem System nicht alles ideal läuft. Was ich mir dann noch gedacht habe, okay, die Ärzte beschummeln, das heißt, sie wissen von diesen Grenzen. Dann ist die Frage, hat das vielleicht eine Signalwirkung, diese Grenze, die die Behandlung beeinflusst? Und schaue mir an, wie verhält sich die Behandlung über den Gewichtsverlauf? Und jetzt habe ich geplottet, also hier wieder das Geburtsgewicht und da die Behandlungsintensität, also wie viele Prozeduren werden durchgeführt bei den Neugeborenen? Und man sieht tatsächlich, dass immer knapp unterhalb der Schwelle wird mehr behandelt, wird intensiver behandelt, als wenn die 1 Gramm schwerer sind. Und das ist natürlich schon wirklich eine harte Ansage. Das kann halt entweder daher kommen, gut, wenn das Baby knapp unterhalb der Grenze ist, haben die halt viel Geld im Krankenhaus, dann machen sie viel. Oder wenn es knapp überhalb der Grenze ist, haben sie sehr wenig Geld, machen sie einfach weniger, das könnte tödlich sein. Oder es wird halt genau bei den Neugeborenen beschummelt, bei denen man weiß, das wird vielleicht teuer, das zu behandeln. Ich weiß noch nicht genau, was da für ein Mechanismus dahinter liegt. Ich forsche weiter dran. Ich danke Tessa Onimus für die wunderbaren Comics. Vielen Dank. Das war für euch, der euch den Zusammenhang zwischen einer Maß Bier und dem Geburtsgewicht beigebracht hat. Simon Reif! Und ihr habt wieder 90 Sekunden Zeit, euch einig zu werden darüber, wie viele Punkte ihr vergeben wollt. Ab jetzt. Musik.
Herzlichen Dank an Giuccio Panini und ihr seid Panini. Da merkt man wieder, dass ich aus Franken komme. Die können die harten Vokale nicht sprechen. Panini, Panini mit P, aber da ploppt das Mikrofon. So, ich denke, ihr seid zu einem Ergebnis gekommen. Und weil ich nicht nur denke, sondern auch schreiben möchte, rufe ich dieses Ergebnis jetzt auf. Ich bitte euch, zu einem Ende zu kommen und bei 3, 2, 1 eure Votes in die Luft zu halten. 3, 2, 1, bitte eure Votes. Ich sehe oben auf der Empore alle drei und hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir fangen an zu zählen. Eine 6, eine 6, eine 6. Und hier unten eine 6, eine 6, eine 7. Eine 7, eine 6. Und eine 7, eine 7. Das sind für den Vortrag von Simon 64 Punkte!